jetzt zusammen mehr Gold. Leistet Widerstand. Hinterm Norderberg-Tor in Esenzamm sitzt fröhlich die Mannschaft am Abend beisammen. Der neue Computer wird eingeweiht. Der spart 10 Kontrollen. Und ich bin Stahl! Wir schmelzen den Kern wie beim Träumer! Wir können fortan den Atomaktionären gut doppelt so hohe Rendite gewähren. Denn das Kraftwerk ist alt, hat sich amortisiert und die Rendite wächst wie geschmiert. Denn Prosit, wir Männer von E.ON sind schlau. Und noch 6000 Jahre bis zum GAU! Und der Entsorgungsexperte lacht schelmisch und spricht: Und Müll, meine Herren, produzieren wir nicht. Man muss bei den gelben versiegelten Fässern von Zeit zu Zeit nur die Aufschrift verbessern. Dann reisen sie die Kreuz und die Quer zwischen Schweden und Belgien hin oder her. Und was wo ist schließlich, weiß keiner genau. Und ja! Physiker nickt. Ja, jetzt sind wir perfekt. Doch ich habe da noch einen ganz anderen Aspekt. Wir können, wenn wir es richtig beginnen, auch noch reichlich Plutoniumreste gewinnen. Und zwar ganz nebenbei, so dass keiner was merkt. Was uns wettbewerbsmäßig dann unheimlich stärkt. Denn die Zeiten für gute Geschäfte sind rau. Und der Techniker streichelt verliebt sein Gerät, wobei er die Knöpfe fast spielerisch dreht und flüstert: Ich hab's! In die norddeutsche Nacht. Ich hab's geschafft! Und ist trunken vor Macht. Und er merkt nicht, wie irgendwo draußen was bricht. Und er sieht die Risse im Stahlbeton nicht. Und er merkt nichts vom plötzlichen Kühlwasserstau. Und dann kommt der GAU. In Esenzamm treffen sich in diesen Tagen der Fehler, der Zufall und das Versagen und zünden die Lunte am Norderberg-Tor. Sie haben Routine. Das kommt schon mal vor, dass irgendwann irgendwas kracht. So wie in Esenzamm heute Nacht. Und die Wolke steigt auf und der Wind weht von Norden. Und heimlich, ganz heimlich, beginnt sie zu morden. Wo wollen wir wieder zusammenkommen? Am besten in Frankreich! In Cattenau? Abschalten! Sofort!
Leute wird allein im letzten Jahr vom Strom abgetrennt. Eignet sich genauso wenig wie Atomkraftwerke als grüne Energie. Stehen in Konkurrenz zu Windenergie und Solarenergie. Mein lieber Herr Grossmann, kapieren Sie es doch endlich.
Nicht ohne Atomkraft gehen die Lichter aus, sondern siehe Fukushima mit der Atomkraft. Die Kanzlerin spielt auf Zeit. Doch wir brauchen keine Kommission für Reaktorsicherheit, denn die Schwachstellen der AKW sind längst bekannt. Wir brauchen keine Ethikkommission, denn wir wissen auch so, wer heute Atommüll für die nächsten Jahrtausende produziert, handelt unmoralisch. Sondern endgültig stillgelegte Atomkraftwerke. Ich berufe mich dabei auf den Bildhauer als Horst Seehofer. Der CSU-Chef sagte neulich in der Tagesschau, er habe aus Fukushima eines gelernt. Nicht die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls im AKW ist entscheidend für die Stilllegung, sondern die bloße Möglichkeit. Wenn etwas passieren kann, dann passiert es auch. Und weil das nicht nur in den Schrottmeilern von Brunsbüttel und Krümmel möglich ist, sondern eben auch in Potsdam, deshalb bleibt gar keine andere Wahl. Schaltet diese 17 Zeitbomben endlich ab! Ich bin Bahn und schoss mich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet.